Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Im letzten Part haben wir den Abenteuermodus des Spiels zu 100% abgeschlossen. Wir haben dann noch die letzten paar Rätsel gefunden und dann auch gelöst und auch noch die letzten paar Aufgaben beim T-Mini-Spiel dann noch vervollständigt. Deswegen haben wir jetzt da wirklich erstmal alles gemacht, was so irgendwie geht. Und jetzt kommt dann eben noch der Bonusbereich in den nächsten paar Parts noch dran. Mit dann vor allem den schwierigsten Rätseln des Spiels. Das wird dann auch noch sehr spannend werden. Legen wir am besten gleich los, würde ich sagen. So. Mit dann dem oberen Spielstand. Haben jetzt da übrigens auch dann so ein goldenes Luke-Symbol. Auch sehr witzig. So, du schaltest Bonusmaterial frei, indem du das Spiel erkundest, Rätsel löst und Geheimnisse lüftest. Die Auswahl an Bonusmaterial ist von Datei zu Datei verschieden. So, wir haben da einmal Rätsel der Woche, was ich aber nicht mehr spielen kann, leider, da man sich die nicht mehr runterladen kann, weil die Wi-Fi-Connection gibt es ja gar nicht mehr. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber kann ich da nichts. Ich kann es mal kurz testen, aber es wird nicht funktionieren. Okay, aber ich werde es gleich machen, weil, wie gesagt, es geht nicht, weil die Wi-Fi-Connection gibt es nicht mehr. Und deswegen, das geht dann nicht mehr leider, aber na gut. Dann beim Rätselindex sind halt nochmal alle Rätsel aufgelistet, dann haben wir ja auch schon im Hauptabenteuer auswählen können, den Rätselindex. Okay, speichert. Alles klar. Dann Laytons Aufgaben schauen wir uns gleich an. Ich will mal noch ganz kurz zu streng geheim schon mal gucken, was ich dann eigentlich erst am Ende des Let's Plays machen. Ich will schon mal kurz gucken, was wir uns da alles angucken können. Nämlich einmal Profile, dann die Galerie, Musik, Stimmen, dann noch etwas Fragezeichenmäßiges und dann auch noch die Geheimtüren gibt es auch wieder hier oder gleich zwei von denen, keine Ahnung. Was das Fragezeichen oder halt das mit 4500 Pikarat da noch ist, das sind dann vielleicht noch Sequenzen, könnte ich mir vorstellen. Ich will mal ganz kurz zur Geheimtür schon mal gucken. So, verwende die Passwörter aus anderen Spielen der Professor Layton-Reihe, um spezielles Bonusmaterial freizuspielen. So, das ist jetzt hier ein persönlicher Code, der da angezeigt wird, der auch nur hier auf meinem 3DS mit meinem Spiel dann angezeigt wird. Wenn ihr das Spiel spielt, habt ihr da einen anderen Code. Und ich kann dann hier, Schatulle der Pandora, lass mal kurz gucken. Das Passwort, genau. Denn hier kann ich jetzt dann mein persönliches Passwort aus Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf, aus da eingeben, um dann noch Bonusmaterial freizuspielen. Ich weiß gar nicht auswendig, was für einer ist. Da werde ich dann auch nochmal bis zum letzten Part des Let's Plays dann vorbereiten, dass ich mir dann auch den nochmal anschaue, was ich denn da beim geheimnisvollen Dorf für einen Code habe, dass wir dann den hier noch eingeben können. Und dann haben wir hier noch Fahrkarte in die Zukunft, genau. Und da muss ich dann entsprechend den Code, den ich dann in die verlorene Zukunft kriege, dann hier eingeben, um dann da auch noch weiteres Bonusmaterial freizuspielen. Okay, und dann diesen Code hier wiederum, den kann ich dann wahrscheinlich in verlorene Zukunft eingeben oder vielleicht sogar auch in im geheimnisvollen Dorf, weiß gar nicht genau, um dann halt dort weitere Sachen freizuspielen. Okay. So, aber das machen wir dann erst, wie gesagt, im letzten Part des Let's Plays. Ich werde jetzt dann diesen und auch die nächsten paar Parts erstmal mich dann hier um Laytons Aufgaben kümmern. Das sind dann eben die schwierigsten Rätsel des Spiels. Fordere deinen Verstand, mit den schwierigsten Rätseln des Professors gelingt es dir, sie zu lösen. Mal gucken. Da haben wir eben einerseits dann für die ganzen Minispiele dann jeweils drei Rätsel, dann noch beim Haus der Verliebten fürs einfache Abschließen. Und wenn ich jetzt dann diese ganzen Rätsel auch noch löse, wird sich dann da rechts unten, werden sich nochmal drei weitere freispielen, die wir dann auch noch lösen können. Also insgesamt dürften das eben 15 sein. Okay. Dann nehmen wir doch gleich mal los mit dem Haus des Adlerauges und dann dort Rätsel 139 von Küste zu Küste. Machen wir gleich mal. Versuch dieses Rätsel doch einmal. So, Rätsel 139 von Küste zu Küste für 70 Pikarat. Also ihr habt, da werden wir jetzt dann immer sehr hohe Pikarat-Zahlen sehen. Ich bin gespannt. Okay. Ein Flugzeug fliegt um 12 Uhr mittags in Los Angeles ab und kommt um 20 Uhr in New York City an. Zwischenhalte macht es keine. Am nächsten Tag fliegt die Maschine um 12 Uhr von New York City oder von New York City zurück nach Los Angeles. Der Flug wird nicht von Höhewinden beeinflusst und benötigt dieselbe Zeit für die Strecke wie am Vortag. Wegen der Zeitzone ist es in New York stets 3 Stunden später als in Los Angeles. Um wie viel Uhr kommt das Flugzeug in Los Angeles an? Okay, sowas Typisches mit Zeitunterschieden. Und das kann ein bisschen fies sein, weil Zeitunterschiede können verwirrend sein. Deswegen werde ich mal hier mein Bestes geben, um dann keinen Fehler zu machen. Okay, nochmal kurz durchlesen und dann auch das Bild dazu angucken. Ein Flugzeug fliegt um 12 Uhr mittags in LA ab und kommt um 20 Uhr in New York an. Also ist es quasi 8 Stunden geflogen, aber irgendwie auch nicht wegen dem Zeitunterschied. Zwischenhalte macht es keine. Am nächsten Tag fliegt die Maschine um 12 Uhr dann von New York wiederum nach Los Angeles. Ja, der Flug wird nicht von Höhenwinden beeinflusst, also in beiden Richtungen ist es gleich schnell. Wegen der Zeitzone ist es in New York stets 3 Stunden später als in Los Angeles. Okay, lass uns mal kurz überlegen. In New York ist es 3 Stunden später. Also wenn es in New York 20 Uhr ist, dann ist es in Los Angeles eigentlich erst 17 Uhr. Ja, lass mal kurz überlegen, ob das übrigens auch mit der realen Welt stimmt. Lass mal kurz überlegen. Wenn es nämlich jetzt bei uns in Deutschland oder in Europa halt irgendwie so 20 Uhr oder sowas ist, dann
ist es ja, ja genau, ist es in Amerika immer früher, richtig? Also genau, wenn es bei uns abends ist, ist es bei denen in Amerika, in den USA, dann halt erst nachmittags oder mittags oder sowas. Und je weiter man von uns aus gesehen nach Osten geht, desto früher wird es quasi. Deswegen, ja, das macht auch tatsächlich mit der realen Welt Sinn. Okay. So, und jetzt muss ich eben herausfinden, wo ich dann, oder bei welcher Uhrzeit ich dann da eben in L.A. wieder lande. Okay. Ich will mal kurz überlegen, wie das Ganze jetzt abläuft. Also wenn ich eben, das ist ja auch hier eine schöne Zeichnung eben schon, wenn ich in L.A. um 12 Uhr losfliege, dann komme ich um 20 Uhr in New York an. Aber es ist ja 3 Stunden später in New York. Deswegen komme ich quasi, wenn ich noch die L.A.-Zeit nehme, komme ich dann um 17 Uhr an. Also bin ich von 12 bis eigentlich 17 Uhr geflogen, könnte man sagen, wenn man eben nur L.A. als Bezugspunkt nimmt. Und deswegen ist es dann so, oder ich mache es andersrum, vielleicht dann 17 minus 12, dass wir auch dann eine positive Zahl haben. Deswegen sind es dann eben 5 Stunden, also 5 H hier, 5 Stunden, die dann das Flugzeug tatsächlich fliegt vom Bezugpunkt des Flugzeugs aus. Sind es 5 Stunden. Also der Flug von L.A. nach New York dauert 5 Stunden. So. Und dementsprechend dauert natürlich auch dann der Rückflug, weil er genauso lang dauert, dann auch 5 Stunden. Wir fliegen jetzt von New York aus, also 5 Stunden lang nach L.A. Und das heißt, wenn wir wieder New York als Bezugspunkt nehmen, dann ist es so, dass wir am zweiten Tag dann in L.A. ankommen, wenn es in New York gerade 17 Uhr ist. Weil wir müssen ja bedenken, dass wir eben um 12 Uhr in New York losgeflogen sind und der Flug dauert 5 Stunden. Deswegen, wenn wir in L.A. wieder sind, dann ist es in New York gerade 17 Uhr. Aber in New York ist es ja 3 Stunden später, deswegen ist es in L.A. dann 14 Uhr. Und das ist dann, glaube ich, auch schon die Lösung. Und das ist auch tatsächlich verwunderlich, weil man fliegt eben da von New York um 12 Uhr los und braucht dann nur 2 Stunden quasi, um dann in L.A. zu sein. Aber man fliegt ja da quasi dem Zeitunterschied so ein bisschen entgegen und macht da so ein bisschen was wieder gut, könnte man sagen. Und dementsprechend werden dann eben diese 5 Stunden Flugzeit dann zu einem Zeitunterschied von 2 Stunden. Ja, auf jeden Fall dürfte aber dann 14 Uhr, glaube ich, eben richtig sein. Mal kurz überlegen. 5 Stunden fliegt das Flugzeug, haben wir herausgefunden. Deswegen sind es auch 8 Stunden in die eine Richtung, nämlich 5 plus 3. Und die andere Richtung sind es dann eben nur 2 Stunden quasi, nämlich 5 minus 3. Also von 12 bis 14 Uhr. Ja, das dürfte, glaube ich, stimmen. Und dann nehme ich eben hier, ich muss es in Stunden eingeben, ne? Wahrscheinlich schon, dann eben 14 Uhr. Oder muss ich es eingeben? Wie viel Uhr kommt das Flugzeug? Ja, muss ich schon. Okay, 14 Uhr dann. Und das sollte, glaube ich, stimmen. Ob das stimmt? Yay! Kinderspiel. Okay, sehr schön. Gut gemacht. Das Flugzeug erreicht Los Angeles um 14 Uhr. Wenn es in Los Angeles Mittag ist, dann ist es in New York 15 Uhr. Die Maschine ist um 20 Uhr in New York eingetroffen, also beträgt die Flugzeit 5 Stunden. Der Rückflug dauert ebenfalls 5 Stunden, also ist es in New York 17 Uhr, wenn das Flugzeug landet. Durch den Zeitunterschied ist es dann in Los Angeles wiederum 14 Uhr. Genau, habe ich auch genauso berechnet, auch wieder mit einer, ich werde es noch kurz zeigen, weil es auch wieder hier eine schöne Grafik ist, die es nochmal da alles ganz exakt veranschaulicht. Einerseits der obere Flug von L.A. nach New York und dann auch wieder zurück, mit dann eben genau den ganzen Zeitzonen und sowas, also wirklich auch ein ganz schönes Rätsel, wie ich finde. Okay. Wunderbar gelöst. Danke, Layton. So, dann ein Block zu viel. Hier, wirf doch mal einen Blick auf dieses Rätsel. Rätsel 140, ein Block zu viel, auch für 70 Pegarat. Okay. Unten siehst du ein rotes Gebilde, das aus 28 Blöcken besteht. 27 Blöcke bilden einen geschlossenen Würfel und aus der Oberseite ragt ein einzelner zusätzlicher Block. Ein 3x3x3 Würfel mit noch dem 1 in 28, ja. Das Gebilde wird nun in Einzelteile zerlegt, die du gleich darunter im Blau siehst. Erkennst du, welches der 5 Einzelteile A bis E den einzelnen Block enthält, der die Spitze des Gebildes darstellte? Die 5 Teile passen nahtlos zusammen. Achtung, sie dürfen nicht gedreht werden. Okay, das ist interessant. Ich will es dann nochmal kurz durchlesen, weil es auch wieder hier ziemlich viel zu beachten gab. Also 28 Blöcke sind es, nämlich 27, dieser schöne 3x3-Würfel oder 3x3x3-Würfel mit dem einen Block noch, der da oben herausragt. Und es ist so, dass ich tatsächlich alle Einzelteile hier brauche. Warte mal kurz, sind es dann auch 28 Stück bei denen? Wenn ich es mal so irgendwie grob überschlage. Ja, ungefähr, glaube ich. Dürften es 28 Blöcke bei dem blauen da sein. Erkennst du, welches der 5 Einzelteile A bis E den einzelnen Block enthält, der die Spitze darstellt? Okay. Und es ist auch interessant, dass ich die Blöcke auch nicht drehen darf. Aber das macht es sogar eigentlich einfacher, weil ich ja dann nicht so wirklich viele Möglichkeiten habe, wie ich dann überhaupt die Blöcke hier anordnen kann. Okay. Das heißt nämlich zum Beispiel schon mal, dass der Block D, ich will mal kurz zeichnen, dass der Block D auf jeden Fall nicht die Spitze enthalten kann.
weil ich darf die ja nicht drehen. Und wenn jetzt halt dann dieser Block hier dann der oberste von D wäre, dann würde ja D hier auf der linken Seite dann da hinausragen. Also dann wäre da auf der linken Seite auch noch ein weiterer Block, der hinausragt. Das wäre dann eben der hier bei D. Aber es darf ja nicht sein, weil abgesehen von diesem einen oberen Block da ist es ja, abgesehen davon, ein schöner 3x3x3 Würfel. So, genauer gesagt muss D dann entweder halt hier vorne direkt sein, halt dann einfach genau das hier, oder auch dann quasi hier so hinten, so irgendwie schwierig zu zeichnen, aber halt da hinten. In der Mitte darf jetzt dann die Treppe auch nicht sein, also dass diese drei Blöcke hier dann die von D sind, das darf auch nicht sein, weil ich nämlich das ansonsten unmöglich schaffen kann, dann die anderen Blöcke da noch irgendwie reinzubringen, weil ich die ja nicht drehen darf. Okay. Jetzt überleg mal kurz, wenn ich jetzt annehme, dass dann D einfach direkt hier vorne ist und dass dann eben das hier, diese Formation hier, wenn das dann einfach direkt D ist. So, kann ich dann die anderen Blöcke da jetzt noch so einfügen, dass das alles funktioniert? Das ist nicht so einfach, auf jeden Fall der einzige Block, den ich jetzt da noch zu der Treppe irgendwie hinhauen könnte, um auch diese Würfelformation zu erhalten, ist eigentlich A. Und zwar so, dass ich nämlich, ich mache wieder kurz weg, so dass nämlich dann A, dass dann diese beiden Blöcke hier, die hier, dass dann die, diese beiden Blöcke von A sind. Und dass dann A so auf der Treppe von D quasi drauf liegt. Und den Rest müssen wir uns jetzt dann ein bisschen vorstellen. Das ist so einfach, weil ich das eben hier auch nicht so wirklich gut im Zweidimensionalen zeichnen kann. Müssen wir uns ein bisschen vorstellen. Also wir stellen uns vor, D ist da vorne und A wird dann da so draufgepackt. Und wie gesagt, den Rest müssen wir jetzt dann ein bisschen überlegen. Das heißt, da unten ist dann noch zum Beispiel Platz. Oh Gott. Und da könnte dann, oder da muss dann eigentlich E hinkommen. Also E muss dann hier vorne irgendwie sein. Und dieser eine Block da unten, das ist dann der Block, der ganz unten in der Mitte quasi ist. Ja. Und so müssen wir jetzt dann eben da vorarbeiten. Und uns dann das alles überlegen, dass es Sinn macht. Ja genau, dann ist E hier. C muss ich dann noch wahrscheinlich ganz, ganz nach hinten dahin packen. Also ganz auf die andere Seite von dem Würfel, die wir jetzt aktuell gar nicht sehen können. Ja, wenn ich das tue, dann kann ich B, der noch fehlt, einfach so oben drauflegen. Und dann ist auch genau dieser Block, der da herausragt, dann dieser hier von B. Und das habe ich jetzt dann damit schon gelöst, oder? Aber ich muss mir das trotzdem mal kurz im Kopf überlegen, weil man da auch ganz viel sich im Kopf überlegen muss. Also D packe ich eben hier so nach vorne hin. Und dann packe ich A hier so schön drauf, ne? Habe ich schon mal das da vorne eigentlich alles geklärt. Und dann hier auf die rechte Seite, da kommt dann E hin, sodass eben dann diese drei Blöcke hier sind E und dann auch die zwei daneben sind E. Und dann noch der ganz unten in der Mitte, der ist auch E. So, genau. Und dann C packe ich eben da ganz nach hinten auf die andere Seite von diesem großen Würfel, die wir jetzt gar nicht sehen können aktuell. Und dann habe ich noch, halt in der obersten Ebene vom Block, habe ich dann eben hier noch den hier übrig und den da und den da und den da und den direkt darunter. Und dann eben noch den hier oben drauf und das ist dann genau B. Deswegen, ja, B kann ich dann einfach am Ende da so oben drauf legen, quasi. Und dann wird eben dieser eine Block hier dann der sein, der da übersteht. Deswegen ist es dann B. Ja. Eine andere Möglichkeit dürfte es nicht geben, denn das kann ich mir auch noch kurz überlegen. Ich habe ja angenommen, dass ich D ganz nach vorne packen will. Was wäre denn jetzt noch, wenn ich jetzt D dann hier nach hinten packen will, wenn dann eben hier diese Treppe da hinten bei D entsteht, auf der anderen Seite halt. Dann würde es aber nicht funktionieren wahrscheinlich. Dann wird es nicht funktionieren, genau, weil ich dafür die Blöcke nicht drehen. Und dann kann ich es unmöglich schaffen, das noch zusammenzufügen und aber zugleich auch dann die Würfelstruktur zu erhalten. Das kann ich dann nicht schaffen. Deswegen D muss dann wirklich vorne sein, der Rest hat sich dann ergeben. Deswegen, ja, dann ist es B, würde ich sagen. Ich nehme es mal. Kein Rätsel ohne Lösung. Okay, aber auch, hat mir auch wieder gefallen. Quod erat demonstrandum. Also bisher, die ersten beiden Rätsel waren schon mal ziemlich cool. Toll, Teil B enthält den 28. Block. Konntest du den Aufbau des Gebildes gut nachvollziehen? Ja, konnte ich, denke ich schon. Ich will auch hier wieder kurz wechseln, weil es auch wieder ein schönes Bild ist, das nochmal das alles schön veranschaulicht, auch mit den einzelnen Blöcken dann, wie die eben zusammengesetzt wurden. Ja, bestimmt auch D ist dann eben da so vorne, A ist dann da links draufgepackt, E ist da rechts, C ist auf der ganz anderen Seite und B wird einfach dann quasi oben drauf gelegt. Also wirklich alles so, wie ich es auch gesagt habe. Okay, sehr schön. Brillant, ich wusste, dass du das kannst. So, und dann, oh, das habe ich gerade davor gar nicht gesehen, weg mit den Kugeln 6 gibt es hier sogar auch noch. Eieiei.
So, und jetzt ist wahrscheinlich dann einfach alles gefüllt, oder? Mit Kugeln. Rätsel Nummer 41, weg mit den Kugeln 6 für 99 Pikarat. Die höchste Pikarat-Bewertung überhaupt. Eieiei. Ja, natürlich. Okay, ein Loch ist noch in der Mitte. Aber ansonsten ist alles voll. Eieiei. So, ich meine, wir haben ja noch viel Zeit für diesen Part hier. Und ich werde es bestimmt auch da mindestens eine Viertelstunde dafür brauchen. Mal gucken. Puh. Ja, das ist auch schwierig, weil ich kann hier auch nicht wirklich irgendwie symmetrisch vorgehen, weil ich meine, der erste Zug, den ich machen muss, der ist noch klar. Das muss ja der hier oder der hier sein. Das ist völlig wurscht, welchen ich mache, weil es alles noch symmetrisch ist. Aber jetzt wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil ich mich jetzt dann entweder hier sowas machen könnte oder auch wieder jetzt den hier zurück. Und da habe ich halt jetzt leider keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich werde es mal am Anfang einfach ein bisschen rumprobieren müssen. Weil ich da jetzt nicht so ganz weiß, was da jetzt dann so das Klügste irgendwie ist. Ich mache dann hier sowas vielleicht und dann hier so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt hier herumprobieren wirklich mich so sehr weiterführen wird. Weil rumprobieren ist ja eigentlich eher eine schlechte Taktik. Ja, das ist schon mal ein ziemlicher Quatsch, was ich hier mache. Weil ich nämlich dann hier auch die linke obere und rechte untere Seite irgendwie voll getrennt habe voneinander. Was ich ja eigentlich gar nicht will. Und vor allem die Ecken sind halt auch wieder sehr problematisch. Ich sollte mich vielleicht so ein bisschen darauf konzentrieren, dass ich dann wenigstens die Ecken irgendwie rausbekomme. Was ich halt jetzt hier. Ne, machen wir nochmal neu. Was ich gar nicht geschafft habe. Okay. Dass ich erstmal dann darauf gucke, dass ich die Ecken wegbringe. Weil eben die am schlimmsten sind. Und wenn ich da eine Möglichkeit gefunden habe, das irgendwie hinzukriegen, dann könnte es schon vielleicht besser aussehen. So, jetzt kann ich schon zumindest die eine Ecke da wegbringen. Hier sogar nochmal. Und dann habe ich mal. Okay, jetzt habe ich die untere Ecke oder Seite schon komplett weggebracht. Und das sind schon gar keine Kugeln mehr. Das ist schon mal ziemlich gut, finde ich. So, und jetzt dann selbiges noch mit dann den anderen. Dann hier vielleicht. So und so. Das ist auch schon wieder ziemlich gut. Okay. Das war sogar jetzt doch halbwegs symmetrisch, was ich jetzt hier machen konnte. Okay. So, und jetzt habe ich dann oben und unten schon gar keine mehr. Und nur noch in der Mitte, links und rechts. So. Aber jetzt muss ich halt dann da die Kugeln auch noch rausbekommen. Weil die auch wieder dann da sehr eklig sind. Und wie machen wir jetzt das? Ja, das ist nicht so einfach, das sehe ich schon. Ich müsste mal vielleicht dann doch wieder mal den oberen oder unteren Bereich nutzen, weil ich kann ja jetzt die Kugel hier jetzt hier rüberbringen und dann nach unten zum Beispiel. Und dann ist ja dieser Platz hier frei geworden, was wichtig ist, weil ich nämlich dann die aus der Ecke rausbringen kann. Und dann kann ich es wieder ähnlich machen wie gerade eben, dass ich dann die Kugel aus der anderen Ecke dann halt zu der Ecke bringe, die gerade frei wurde. Und dann muss ich halt nochmal hier unten eine Kugel hinbringen, dass ich dann die nochmal da drüber jumpen lassen kann. Da habe ich auch die Ecke schon geklärt. Und wie gesagt, das ist erstmal wichtig, dass ich erstmal die Ecken hinkriege. Und dann muss ich halt noch gucken, dass ich auch noch den Rest irgendwie schaffe. Aber das ist erstmal am wichtigsten. Deswegen mache ich das dann mal so. Hier rüber. Okay, jetzt dann wieder zurück. Und dann am besten wieder vielleicht die eine nach oben, obwohl ich es erstmal freilassen will, weil also jetzt am klügsten wäre jetzt, finde ich, wenn ich jetzt die nach oben bringe, wieder zurück, aber ich lasse es erstmal noch offen. Aber das wäre dann, glaube ich, am klügsten. Mal gucken. So, jetzt noch die andere Ecke. Die andere Ecke. Das heißt, ich müsste dafür die Kugel oder die Kugel hier wegbringen. Weil ich nämlich dann wieder eine aus den totalen Ecken hier dann hier rüber springen lassen kann. Und dann kann ich wieder dasselbe machen wie gerade eben. So. Und. Ja, ist aber nicht so einfach, wie man denkt, weil ich wollte jetzt nämlich eigentlich dann die mittlere hier rüber jumpen lassen, aber das ist schlecht, weil ich mir die mittlere ja aufheben will, weil ich ja dann gleich halt das ausnutzen will, um dann gleich beide Ecken auf einmal klären zu können. Aber das kann ich ja jetzt dann so nicht. Deswegen ist es dann ein bisschen schwieriger. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Obwohl es vielleicht nicht so dumm wäre, weil ich meine, ich könnte. Ich muss mal kurz überlegen ein bisschen. Ich könnte jetzt die hier rüberbringen und dann hier nach oben. Und dann könnte ich die aus der Ecke hier rüberbringen und dann wieder dich hier nach unten zurück und dann hier hin und dann wieder dich aus der Ecke und dann wieder nach oben zurück. Und dann hätte ich auch da von der Seite alle weg und die sind auch weg und ich habe dann nur noch hier welche in der Mitte. Und das ist das, was ich haben will. Ich mache das deswegen mal hier so und so. Ecke raus, dann ganz nach unten, Ecke raus. Und jetzt habe ich sowas hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Formation ist. Aber erst mal kurz überlegen, weil vielleicht habe ich es halt schon. Irgendwie, es wäre echt ziemlich cool. Ja, ich muss aber zugeben, dass es mir nicht gefällt. Die Formation hier. Vor allem, weil nämlich hier auch noch drei Kugeln liegen und das ist eklig. Ne, das ist eine sehr eklige. Ne, es geht nicht mehr. Ziemlich sicher, dass es nicht mehr geht. Das hier, ne, es geht nicht mehr. Schade, okay. Aber so ungefähr muss ich es irgendwie machen, dass ich erstmal mich wirklich auf die Ecken konzentriere und dass ich eben dann am Ende in der Mitte noch irgendeine lustige Formation habe, die halt dann einfach klappen muss.
Und da müssen wir jetzt dann ein bisschen rumprobieren, weil ich da auch nicht weiß, wie ich das besser machen könnte, ehrlich gesagt. Okay. Genau, das habe ich. Also erstmal den Anfang will ich gleich machen, weil ich fand den Anfang gerade echt gut, wie ich das gemacht habe. So. Obwohl übrigens jetzt noch hier oben so eine ist. Die war doch gerade eben nicht da, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung. Aber ich kann es trotzdem ähnlich machen wie gerade eben. Hier so. Und so und so. Und so und so. Und dann mal wieder die zurück übrigens. Okay. Jetzt habe ich da auch schon was ganz anderes. Jetzt habe ich aber auch wieder viele Diagonale, ne? Das ist eigentlich nicht so gut, aber ich mache mal trotzdem weiter. Wie kann ich denn jetzt taktisch vorgehen? Ich weiß es nicht. Das ist nicht so einfach. Aber ich meine, ist natürlich im Allgemeinen nicht einfach. Schon klar. Das gefällt mir aber irgendwie nicht so sehr, weil ich jetzt nämlich hier keine mehr habe. Und das ist irgendwie blöd, weil ich jetzt nämlich dann die da nicht so leicht rausbringen kann. Da aus der Ecke. Obwohl das jetzt, ja, so problematisch ist es eigentlich nicht, glaube ich. Ja, aber, ne, ist aber trotzdem doof. Irgendwie gefällt mir das nicht. Was ich jetzt hier habe. Ich werde es mal hier auch ein bisschen rumprobieren, aber ich glaube, dass jetzt irgendwie das schon schlecht ist, was ich jetzt hier gemacht habe, weil das mir ziemlich nicht so gefällt. Muss ich zugeben. So, jetzt habe ich halt dann. Jetzt muss ich halt da unten irgendwie eine hinbringen noch. Und das ist halt jetzt schon irgendwie doof, ne? Obwohl es aber schon noch machbar ist. Machen wir dann hier sowas und sowas und sowas. Ja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, was ich jetzt hier habe. Lass mal kurz dazu überlegen, an der Stelle. Also ich kann jetzt die wieder zurückbringen. Ich habe jetzt noch hier in der Ecke ganz viele. Aber das ist an sich gar nicht so mega schlimm, wenn da viele in der Ecke sind. Weil ich kann die ja auch so halbwegs leicht rausbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt die hier nach oben bringe. Ja gut, das ist eigentlich schlecht. Aber trotzdem mal angenommen, ich würde das machen. Dann hätte ich ja hier überall komplett frei. Und dann könnte ich ja einfach dann die rüber und die rüber und die rüber machen. Deswegen, das wäre ja gar nicht so schlimm. Finde ich. Aber was ich auch machen könnte, ist, dass ich die hier zur Mitte bringe. Und dann kann ich nämlich schon mal die hier und die hier rausbringen. Und dann kann ich wieder die zurückspringen lassen. Und dann kann ich auch die rausbringen. Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, ob das dann klug ist. Ja, ich weiß nicht genau. Das Spiel ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass es gar nicht so schlecht ist, was ich jetzt hier habe. Lass mal kurz überlegen. Ihr habt es gerade gesagt, genau, ich will die hier nach unten bringen. Dann will ich die rausmachen und die rausmachen. Jetzt kann ich sogar noch die hier nach unten springen lassen. Und dann die hier rüber und dann wieder die nach oben. Und... ja, nee, aber dann komme ich ja nicht mehr nach oben zurück. Nee, ist doch nicht so ideal. Aber so schlecht ist es vielleicht gar nicht. Ja, aber wirklich gut ist es auch nicht, weil ich nämlich vor allem mit den oberen Kugeln da auch Probleme habe. Und weil ich die auch nicht mehr wirklich da irgendwie richtig hinbekommen kann. Das Einzige, was ich da noch machen kann, ist, dass halt, wenn ich jetzt dann gleich die eben nach unten bringe und dann bringe ich die rüber, dann könnte ich die jetzt hier ist, dann einfach hier so zack, zack, zack entlang springen lassen. Und dann hätte ich diese ganzen da oben schon mal weg. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Obwohl, andererseits vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann habe ich ja jetzt noch mit dieser Methode, wenn ich die anwende, dann habe ich noch hier eine, hier, hier und dann hier, hier, hier übrig. Kann ich das damit lösen? Den Rest jetzt? Ah, nee, okay, ich glaube nicht. Weil dann habe ich nämlich wieder insgesamt dann hier, oder ich könnte es auf so eine Formation bringen. Und sowas hatten wir doch schon mal häufiger, dass so eine Formation nicht funktioniert, ne? Ja, es geht nicht. Deswegen kann es dann wahrscheinlich auch nicht klappen, leider. Weil diese Formation eben schlecht ist, deswegen geht es auch nicht. Aber trotzdem ist es jetzt schon gar nicht so schlecht gewesen, der Versuch. Ich kann es mal kurz vielleicht demonstrieren, wie nah wir schon dran waren. Hier so, dann zack, zack, zack. Und dann ist eben hier so rüber und dann habe ich jetzt hier sowas übrig, ne? Also ziemlich doof. Aber es ist schon gar nicht so schlecht, finde ich, was ich hier mache. Okay, jetzt halt dann nochmal. Erstmal jetzt wieder dann das gleiche hinkriegen wie gerade eben. Also erstmal hier so, dann hier so und so. Und dann wieder dicht zurück und dann hier so rüber. Das habe ich auch gerade eben genauso gemacht, glaube ich. So, dann dich hier weg und hier so und hier so. Und hier so und so und so. Und so und so und so und so. Irgendwie.
Jetzt habe ich dann schon mal hier unten und links alles weggebracht. Ist ja vielleicht ganz gut. Keine Ahnung. So. Und jetzt lassen wir wieder kurz überlegen. Jetzt habe ich halt wieder hier so eine Lücke, weswegen ich dann die nicht so leicht hier aus der Ecke rausbekommen kann. Es wird dann schon vielleicht irgendwie gehen. Aber so ganz leicht ist es nicht. Was ich halt machen könnte, ist, dass ich jetzt die hier rüberbringe, weil dann hätte ich nämlich schon da eine. Dann kann ich die nach unten bringen. Aber habe ich halt hier noch. Dann diese beiden, die ich dann nicht so leicht rausbekommen kann hier. Obwohl es schon sogar auch möglich wäre. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich mache das sogar mal. Hier so und so. Okay, jetzt lass mal kurz überlegen. Weil ich habe da gerade irgendwas gesehen, wie das nämlich schon gehen könnte. Ja, okay, was ich auch machen könnte, ist, dass ich die hier rüberbringe. Und dann die hier rüber. Und dann nach oben. Und dann kann ich wieder die nach unten springen lassen. Und dann habe ich auch dann da oben, unten und links gar nichts mehr. Lass mal kurz überlegen, was ich dann... was ich dann für eine Formation habe. Kann ich mir jetzt das merken? wie viele Schritte sind das, die ich da mache? Das sind dann 1, 2, 3, 4 Schritte. Also müssen 4 Kugeln weg. Ja, habe ich. Okay, habe ich nur noch hier und hier. Und die anderen sind alle weg, habe ich noch. Hier sowas habe ich dann noch übrig, glaube ich. Oder? Nee, das kann ja auch nicht sein. Oder kann das sein? Ja, doch, kann schon sein. Weil 5 von den Kugeln da gehen weg, aber es kommt ja auch eine neue hinzu, quasi nämlich hier. Also passt schon. Also ich habe dann noch, wenn ich den Schritt gerade zu machen, wie gerade eben, habe ich da noch diese Formation hier übrig. So. Ist diese Formation denn möglich? Das kann sogar vielleicht sein. Weil. Es sieht zwar so aus, als wären die beiden da links dann auch da völlig woanders. Aber ich kann das relativ leicht hinkriegen, weil ich kann ja die untere hier nach oben springen lassen und die da hier da rüber springen lassen. Und dann kann ich einfach dann die, die dann da oben liegt, dann hier rüber springen lassen, ne? Ich will es da nicht so viel einzeln, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und dann hätte ich noch, quasi, mach's mal hier extra, hätte ich dann, glaube ich, noch so eine Formation übrig, aber halt leider da in den Ecken. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch nicht so ideal, muss ich zugeben. Diese Formation hier, ja, nee, die ist, glaube ich, auch gar nicht ideal. Weil ich das, glaube ich, auch nicht so wirklich hinkriegen kann. Nee, ist sogar ziemlich schlecht, glaube ich. Ja, dann will ich das so nicht machen. Aber ich habe da gerade irgendwas anderes gesehen, dass ich nämlich schon auch einfach hier und hier eine hinbringe. Das habe ich gerade, glaube ich, gesehen, dass es irgendwie geht. Ja, genau, weil ich kann ja nämlich die hier rüberspringen lassen und dann die nach oben. Dann habe ich schon hier eine. Und dann kann ich ja die hier nach unten schaffen lassen und dann die hier rüber. Und dann die hier nach oben und dann kann ich die nach unten bringen. Und vielleicht habe ich ja dann irgendeine lustige Formation. Das will ich halt dann, glaube ich, so eher machen, weil das andere halt nicht funktioniert. Ich mache es mal eher so, jetzt nur keinen Fehler machen. Also die da hier rüber, ne? Will ich machen. Genau, dann die nach oben und die nach unten zurück. Und dann die hier rüber. Die nach oben und die nach unten. Naja, ich meine, okay, jetzt habe ich halt genau denselben komischen Pfeil wie gerade eben. Aber ich habe halt dafür da jetzt noch eine so Kugel extra, die am Rand liegt. Aber ist es jetzt wirklich besser? Ich glaube es eigentlich weniger, muss ich zugeben. Ich glaube es weniger. Das sieht nicht so aus, als wäre das jetzt lösbar, muss ich zugeben. Ich werde es dann trotzdem wieder kurz probieren. Die hier rüber und dann die hier rüber. Ne, das ist sogar ziemlich scheiße, was ich hier habe. Muss ich leider zugeben. Ne, das ist gar nicht gut. Ne, das ist kompletter Quatsch. Okay, dann nochmal neu. Gut, ich werde jetzt mal noch dann einen weiteren Versuch, jetzt wie auch gerade eben mit euch, einfach gemeinsam durchspinnen. Und wenn ich dann nicht jetzt in diesem Versuch es schaffen soll, werde ich dann mal gleich schneiden, dass das Video auch nicht so ewig lang wird. Und werde dann nochmal halt auch ohne euch Gedanken machen. Aber ich werde es wieder auf denselben Weg machen wie gerade eben, dass ich so ein bisschen rumprobiere und gucke, dass ich erstmal die Ecken wegbekomme. Und da muss ich halt so ein bisschen Glück haben, dass dann der Rest auch alles hinhauen wird. Aber Hinweise will ich keine benutzen, weil ich diese Rätselart ja sehr gerne mag. Aber jetzt noch ein gemeinsamer Versuch mit euch, bevor ich dann schneide. Okay, also der Anfang steht fest. So. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man jetzt den nächsten Schritt schon zwingend richtig machen muss, weil ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann eben das hier machen, oder halt das hier, das ist aber völlig egal. Oder auch diesen Schritt hier. Das sind die einzigen beiden unterschiedlichen Züge, die ich habe. Es sind zwar insgesamt drei, aber wie gesagt, der hier sind exakt gleich, das ist egal. Und vielleicht ist es tatsächlich jetzt schon wichtig, welchen ich mache, weil nur einer von den beiden Zügen dann auch tatsächlich mich zur richtigen Lösung führt. Ich weiß nicht genau, es könnte sogar sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich der hier schlechter ist.
habe ich das Gefühl, weil ich nämlich da ja nicht wirklich viel dafür tun kann, dass ich aus den Ecken mehr rausbekomme. Ich könnte halt jetzt dann den hier rüberbringen und dann zum Beispiel den hier schon mal rausbringe. Aber eigentlich habe ich auch schon irgendwie gelernt, ist es nicht so toll, wenn ich dann hier an diesen Rändern, wenn ich dann dort die mittlere Kugel schon frühzeitig rausbekomme, weil die will ich mir eigentlich noch aufheben, dass ich eben dann von der einen Ecke zur anderen rüberjumpen kann. Und deswegen will ich die mittlere da eigentlich gar nicht so gerne rausbringen. Deswegen, ich mache dann schon eher den. Das ist schon, finde ich, klüger. So, und jetzt kann ich ja dann eben meinen lustigen Zug da machen. Meine lustige Zugfolge. Halt dann eben das hier. Und dann das andere da aus der Ecke rausbringen. Und dann da sowas Lustiges eben machen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so toll ist, was ich hier tue. Weil ich mache es jetzt wieder halt sehr ähnlich wie gerade eben. Und das hat ja gerade eben nicht funktioniert. Deswegen sollte ich eigentlich schon dann andere Dinge probieren. Ich kann jetzt halt schon mal dann die hier so wegmachen vielleicht und dann hier so. Das ist nämlich, glaube ich, anders als gerade eben, was ich jetzt hier tue. Dann hier so und so und so. Und ich bin mir aber nicht sicher, was ich hier mache. Ne? Ich mache einfach irgendwas und hoffe, dass es da, dass dann irgendwas Sinnvolles rauskommt. Und so und so und so irgendwie. Obwohl das ist eigentlich auch nicht gut, weil ich habe mich ja jetzt nicht wirklich auf die anderen Ecken konzentriert. Ne? Ich habe jetzt halt eher geguckt, dass ich da oben und links erstmal alles wegbringe. Aber ich glaube, es ist nicht so klug, wenn ich dann dieses Rätsel hier quasi so in diese Richtung abarbeite. Ne? Wunderschön, ich weiß wieder. Wenn ich halt zuerst da oben links alles mache und mich dann so nach rechts unten vorarbeite. Das ist, glaube ich, eben klüger, wenn ich halt zuerst das hier abarbeite und dann das und dann das und dann das. Wenn ich dann am Ende eben nur noch hier in der Mitte was übrig habe. Das ist, glaube ich, klüger, habe ich den Eindruck. Aber ich mache halt noch trotzdem weiter. Ich kann ja jetzt dann wieder hier sowas machen. Und so. Okay, jetzt habe ich schon mal dann doch, glaube ich, eine neue Formation, die ich gerade eben noch nicht hatte. Okay, vielleicht ist es jetzt die. Könnte ja sein. So, dann lassen wir jetzt wieder kurz ein bisschen was überlegen. Aber das ist aber jetzt schwierig, weil ich hab jetzt hier 1000 Milliarden Züge, die ich jetzt an dieser Stelle gerade machen könnte. Und ach, da jetzt den richtigen zu finden, ist sehr schwer. Sehr schwer. Soll ich wieder erstmal versuchen, da aus den Ecken was rauszubringen, wäre vielleicht ganz gut. Wenn ich die hier nach oben bringe, dann kann ich die hier rüberbringen und dann die hier wieder in die andere Ecke. Ich kann auch wieder die zurück nach unten sogar bringen, wenn ich will. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Obwohl ich ein bisschen aufpassen muss, weil ich habe ja eh schon da unten sehr viele in einer Reihe. Und wenn ich ganz viele Kugeln in einer Reihe habe, ist es, glaube ich, auch nicht so toll. Weil ich ja mit denen dann nicht so viel anfangen kann. Obwohl ich andererseits natürlich darüber schon noch ein paar habe. Und ich kann ja noch ein bisschen mit denen interagieren. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Weil ich meine, die allererste Formation, die wir hatten von dieser Rätselart, war ja eben dieser Pfeil hier. Und das ist ja auch, oder das ist ja auch so, dass da vier Kugeln in einer Linie sind. Und nur zwei so am Rand, aber trotzdem kann man es lösen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also ja, ich könnte es ausprobieren. Da ich dann eben, wie habe ich es gerade gesagt, den hier nach oben mache und dann den hier so rüber. Und dann hier die andere Ecke eben noch. Dann wieder den nach unten. Ja, das könnte ich. Könnte ich probieren. Vielleicht sollte ich da wirklich versuchen, irgendwie auf die Pfeilform wieder zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier wirklich erreichen. Ja, ne, kann ich glaube ich nicht wirklich erreichen. Hier die lustige Pfeilform zu erhalten. Ich bin jetzt echt nicht ganz sicher, weil ich finde eigentlich, dass diese Formation hier gar ganz gut aussieht. Aber ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil das Problem ist eben auch, dass ich halt keine Rückgänge habe. Also, das würde ich mir echt wünschen, dass ich halt so einen Rückgängig-Knopf habe, wo ich dann nur die letzten paar Züge rückgängig machen kann, weil das alles sich im Kopf vorzustellen ist sehr schwer. Und ich würde jetzt halt ungern den falschen Zug machen, weil ich eigentlich finde, dass es jetzt, wie wir es jetzt gerade haben, das nicht so schlecht aussieht. Deswegen traue ich mich nicht ganz, irgendwas zu machen. Und ich versuche ständig, mir im Kopf dann irgendwas zu überlegen. Das ist ja nicht so einfach. Ich kann es mal das kurz austesten, mir überlegen wieder, was für Kugeln übrig bleiben. Ich will es mal doch kurz machen, weil ich eben glaube, dass es nicht so schlecht ist. Also ich habe gesagt, ich will die nach oben bringen und dann die hier rüber und dann die hier rüber und dann wieder die nach unten zurück. Was habe ich denn da noch übrig? Das sind ja vier Züge, also muss ich da, also jetzt aktuell habe ich ja noch 13 Kugeln, also müssen das dann noch 9 Kugeln sein, die übrig sind. Toll. welche sind da übrig? Die unteren habe ich ja gar nicht angefasst, die bleiben noch. Und dann springe ich ja wieder mit der zurück. Das ist ja der letzte Zug, den ich dann so ungefähr mache. Und dann hier in der Ecke ist die, glaube ich, auch noch. Lass mal kurz überlegen. Die bleibt auch noch. Und die, glaube ich, auch. Sind das schon 9? Das sind schon 9. Und die anderen gehen alle weg, richtig? Ja. Ich glaube schon. Okay. Das sind dann die Kugeln, die noch übrig sind.
Kann ich es damit schaffen? Das müssen wir sogar vielleicht mal extra einzahlen. Hier so 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier 1, 2, 3 und dann noch diese diagonale eine. So. Ich kann die aus der Ecke leicht rausbringen, weil ich kann ja einfach die ganz rechts unten nach oben jumpen lassen und dann die rechts oben in der Ecke dann so rüber jumpen lassen. Wenn ich das mache, habe ich dann noch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Habe ich noch so eine Formation hier. So, geht die. Ich will mir auch mal kurz überlegen. Das könnte sogar vielleicht sein, dass die geht. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht mal so schlecht dafür. Ich lasse nämlich dann die hier nach unten springen. Und dann die hier nach rechts rüber. Und dann habe ich noch... ne, Moment, das ist jetzt schwierig. ich habe vor allem eben auch kein Radiergummi. Ist alles ein bisschen doof. Dann habe ich noch... Habe ich eine andere. Moment. Habe ich ja so eine. So eine habe ich dann, ne? Oder? Die hier und... Die hier. Ja, habe ich. Kann ich das lösen? Das hier? Ne, kann ich auch nicht sogar. Oder? Ne, kann ich glaube ich nicht. Ne, dann geht es so nicht, okay. Lass mal kurz überlegen, wenn ich nochmal von dieser Formation, die ich jetzt hier dann aktuell da habe, wenn ich von der irgendwas anderes mache als gerade eben. Obwohl es andererseits schon klug wäre, da die Kugel aus der Ecke da wegzubringen. Das muss man schon sagen. Das wäre eigentlich schon der einzig kluge Zug, dass ich dann eben halt dann auf diese Formation hier komme. Das wäre eigentlich das einzig kluge. Aber ich meine, kann ich von der Formation aus irgendwas anderes Lustiges machen? Ja, zumindest kann ich da nicht so viel Sinnvolles, glaube ich, anderes machen. Mit der. Puh, ja, das ist echt schwierig, ey. Das ist wirklich schwierig, das Rätsel hier. Aber ich meine, das war auch schon... Nee, warte kurz. Ich glaube, ich hab's gerade im Kopf gehabt. Glaube ich. Warte kurz. Ich glaube, es geht. 1, 2, 3, 4. Dann hier 1, 2 und 1. Ich glaube, es geht. Ich habe mir gerade irgendwas überlegt, was funktioniert hat. Warte kurz. Ich bringe es aber jetzt nicht mehr hin. Aber irgendwas habe ich, irgendeine Formation, irgendeine Zugfolge habe ich mir gerade überlegt, die funktioniert hat. Glaube ich. Zumindest. Aber ich weiß nicht mehr, wie die ging. Das ist jetzt ärgerlich. Aber irgendwie habe ich das gerade... Habe ich das gerade geschafft, genau. Ich will den hier und den hier nach unten bringen. Und... Oder? Nee, es klappt doch nicht. Und dann... Nee, es geht doch nicht. Hä, aber irgendwas hatte ich gerade, was funktioniert hat, das weiß ich. Irgendwas hat da gerade funktioniert. Oder vielleicht habe ich auch dann gesponnen oder so, das kann auch sein. Aber ich glaube, man kann diese Formation hier lösen. Das werden wir jetzt noch überlegen, weil ich meine, wenn wir das schaffen, diese Formation da links oben, die ich da jetzt gezeigt habe, zu lösen, dann haben wir auch das ganze Rätsel gelöst, weil wir ja auf diese Formation kommen können. Und deswegen will ich jetzt damit das nochmal kurz überlegen, weil das ist jetzt wichtig. Weil ich habe das gerade irgendwie hinbekommen, glaube ich. Genau, jetzt habe ich's. Denn ich will, ich werde es nochmal kurz zeichnen. So. Ich will hier 1, 2 und dann hier noch einer. Ich will den hier nach unten bringen. Und dann... Nee, bin ich komplett dumm? Ich kann mir nicht merken, was ich mir für Züge mache. Ich hatte es doch jetzt gerade eben. Ich möchte den, wenn ich den nach unten bringe, dann kann ich... Das gibt's... Bin ich so dumm? Das kann nicht wahr sein. Ich hatte jetzt schon richtig jetzt im Kopf gelöst, weil ich vergesse immer wieder, wie ich meine Züge machen will, damit es funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich weiß, dass es geht, das hier zu lösen. Weil ich habe es jetzt schon, wie gesagt, zweimal versehentlich hinbekommen. Okay, jetzt habe ich es aber. So, ich möchte... Mann, das kann nicht wahr sein. Ich möchte den hier nach rechts springen lassen. Genau. Und dann den hier nach unten... Und dann kann ich wieder um den großen, den ich gerade eben hierhin bewegt habe, wieder zurück nach links bringen. Und dann habe ich nämlich letztendlich hier so eine Form und die kann man auf jeden Fall lösen. Weil ich nämlich da dann... da dann den hier nach unten bringen kann, den hier rüber und dann wieder den nach oben zurück. Und deswegen ist es. Wir haben es gelöst.
Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen, weil ich komme nie mehr im Leben wieder aus dieser Formation hier. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall einen Fehler machen und ich muss jetzt das hinkriegen. Auch nicht auf Löschen gehen. Ich muss es hinkriegen. So, ich möchte erstmal ja diese hier haben, die ich ja hier in groß noch gezeichnet habe. So, jetzt bitte, bitte lass mich keinen Fehler machen. So, dafür habe ich diese Kugel hier nach oben sich bewegen lassen. Und dann, da, das ist ziemlich einfach, dann einfach so aus den Ecken da das entlang gegangen und dann wieder zurück. Das sollten wir jetzt hinkriegen. Okay, jetzt bin ich bin gerade ein bisschen am Zittern sogar, ehrlich gesagt, weil ich jetzt keinen Fehler mehr machen will. So, also das hier nach oben war das. Und dann hier so rüber und da. Oder lass mal kurz gucken. Ja, das passt schon. Das ist richtig. Ja, nach oben, dich rüber, dich nach oben und dich nach unten. Okay, ganz ruhig bleiben, alles wird gut. So, jetzt dann einfach die eine aus der Ecke rüberbringen. Ja. So und so. So, und das geht jetzt. So, jetzt bitte ich hier auch keine Fehler machen. Der wichtige Zug, der erste Zug, den ich machen musste, war der hier. Den jetzt hier rüberbringen. Danach dann die hier, hier hinbringen. Dann mit der, die ja hier liegt, wieder zurückspringen. Und dann habe ich nur noch hier diese Form hier. Und die können wir dann, wie eben gezeigt, lösen. Und zwar übrigens wieder so, dass die letzte Kugel in der Mitte liegt, tatsächlich. Okay. Nochmal, ich werde jetzt tausendmal überprüfen, ich weiß, aber ich will jetzt hier keine Fehler mehr machen. Die hier rüber. Richtig? Ja. Dich nach unten. Dich rüber. So. Dich nach unten. Dich rüber. Nach oben. Yes! Dann wollen wir mal sehen. Gott, ey. Ah, ganz famos. So, das war sehr schwer. Hat definitiv 99 Pikarat verdient, aber ich habe es ohne Schnitt noch mit euch gemeinsam geschafft. Hat zwar jetzt noch ein bisschen gedauert dann, aber wenn man sich das alles so halbwegs taktisch überlegt, dann kann man schon hinkriegen. Also vor allem am Anfang muss man fast schon, finde ich, ein bisschen rumprobieren. Obwohl man halt trotzdem wenigstens so taktisch vorgehen kann, dass man schon zumindest erstmal ein paar der Ecken irgendwie klären soll. Weil wenn noch überall in den Ecken was liegt, dann ist es halt scheiße. Wenn noch in ein oder zwei Ecken was liegen, dann geht's noch so halbwegs. Aber so oder so, sobald ich halt dann nur noch irgendwie höchstens 15 Kugeln übrig habe, habe ich mir halt dann das alles im Kopf dann überlegt, wie ich denn jetzt die nächsten Züge machen könnte. Und dann haben wir auch tatsächlich das lösen können. Deswegen, ja, das passt dann. Oh, meisterlich gelöst. Dankeschön. Huiuiui, reife Leistung. Ja, das stimmt allerdings. So. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora? Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den nächsten paar Rätseln hier von den schwierigsten Rätseln des Spiels. Genauer gesagt dann beim Haus der Teemeisterin. Ich will vielleicht schon mal ganz, ganz kurz nachgucken. Ich werde noch keins machen jetzt mehr. Dann kann ich mal vielleicht kurz uns die Namen mal kurz angucken. Das Epigramm, dann A mal A oder AA mal AA ist BBCC. Interessant. Und Süße Türme 4. Ah, das ist mit dem Pfannkuchen, die Türme von Hanoi. Okay, alles klar, ziemlich cool. Und das wird beim nächsten Mal kommen und vielleicht sogar dann, wenn wir noch mehr schaffen, dann halt auch noch weitere Rätsel. Oder vielleicht schaffen wir auch nur zwei Rätsel beim nächsten Mal oder nur eines. Mal gucken, wie wir dann beim nächsten Mal hier so dann weiter vorankommen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.